Jo, und damit herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Zaradin und das ist eine weitere Folge Let's Test. Ja, es ist wieder mal Donnerstag und ich habe mir hier rausgesucht wieder eine Demo-Version von einem Spiel, das soll jetzt 2024 mal rauskommen irgendwann. Noch keine sonstigen genauen Daten. Das Spiel heißt Salfa und es zählt sich selbst zu einem modernen Oldschool-Action-Abenteuer. Mal schauen, was das kann. Und ich würde mal sagen, schauen wir mal rein. Neues Spiel. Let's test. Lol. Was geht eigentlich? Ja, und ich wieder. Natürlich muss hier überall wieder gleich mal schauen, was es hier gibt. Bevor du irgendetwas sagst, du erinnerst dich an nichts. Ich weiß. Hör mir einfach zu. Wie hinter dich, okay? Der Feuerball, der gerade in diese Höhle geflogen ist, das war die Hexe, die deine Kirche niedergebrannt hat. Alle, die darin waren, sind ihretwegen gestorben. Ich bin jetzt bereit für eine der vier offensichtlichen Fragen. Stehst vor einer Höhle. Diese Höhle führt zu einem Portal, das dich wiederum zu einem dimensionalen Zustand namens Sulfur führt. Betrachte es als eine Art Wartezimmer für das wahre Leben nach dem Tod. Wahrscheinlich hast du durch deinen Beruf eine andere Bezeichnung für dieses Konzept, aber ich vermute, dass es nicht ganz das ist, was du dir vorgestellt hast. Nenn mich dein Gewissen, dein Enkel auf deiner linken Schulter oder eine Halluzination, was auch immer dir dabei hilft, dich auf die anstehende Aufgabe zu konzentrieren, das ist für uns beide wichtig. Das Einzige, was du wissen musst, ist, dass wir schon lange befreundet sind. Du bist der Priester Padre und Patron des brennenden Gebäudes hinter dir. Du erinnerst dich vielleicht nicht mehr daran, aber es war Rachsucht, die dich gegen diesen Baum krachen ließ. Die wichtigste Frage. Du wirst der verfluchten Hexe in die Höhle folgen. Dort gibt es Orte mit mächtiger, reiner Naturenergie, die sie aufsuchen will. Wir haben keine Chance gegen ihre Kräfte, wenn wir uns diese Orte nicht auch zunutze machen. Dir ist vielleicht schon aufgefallen, dass der Tod und die Zeit nicht ganz so endgültig und unnachgiebig sind, wie du erwartet hast. Wie du es erwartet hast. Es gibt Möglichkeiten, dies alles rückgängig zu machen. Ich werde dir dabei helfen. Genau. Na dann. Ich finde die Grafik sehr spannend. Das erinnert mich ein bisschen an andere Spiele wie Unturned und so. Oder Raft ist auch so ein bisschen in die Richtung. Oh, ein Wakizashi.
F gedrückt, um das Wakizashi aufzuladen. Das F los, um mit dem Wakizashi anzugreifen. Ich würde es cooler finden, wenn ich mit einer anderen Taste angreifen könnte, aber ja. Das ist auch okay, daran gewöhne ich mich schon. Ja, hier kann man kochen, okay. Wieso komme ich da nicht hoch? Ah, jetzt. Ah. Ah, drücke irgendwie. Eine P38 Dirk. Ja. Und dann. Ah, da ist er ja. Bring mich näher heran, damit ich etwas von seiner uralten Essenz aufnehmen kann. Du musst sie jetzt nur noch nicht benutzen, um dich nach Hause zu teleportieren, denn das wäre nur Verschwendung. Seine was? Wie erkläre ich dir das am besten? Das Blut der Mutter, reine Essenz, der mächtigste Stoff des Lebens. Eine Abstraktion der Kraft, die die Gesetze der Physik definiert. Sie ist unfassbar schwer zu beherrschen und muss mit absoluter Entschlossenheit eingesetzt werden, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Sie wird sehr nützlich sein, da ich zufällig weiß, wie man sie benutzt. Zum einen kann ich sie verwenden, um uns in Sicherheit zu bringen, sobald ich mich mit ihren Kräften aufgeladen habe. Du weißt schon, falls es brenzlig wird oder es von Vorteil wäre, sich neu zu formieren. Wenn die Kraft aufgebraucht ist, muss sie in einem dieser Schreine wieder aufgefüllt werden. Zum anderen können wir damit den Fluch der Hexe bis zu der Stelle aufheben, zu der uns der Schrein führt. Und so neue Gebiete erschließen und schließlich für deine Gemeine einen Weg zur Erlösung finden. Ja. Der Weg aus Sulfur ist lang, aber er wird noch länger, wenn ein Berg aus bösem Schleim den Weg versperrt. Gut, dass du fragst, da wäre noch der klitzekleine Aspekt, dass man damit die Zeit zurückdrehen und dich und deine Gemeinde zurück ins Land der Lebenden holen kann. Du würdest deine Rache bekommen und all das Leid ungeschehen machen, das ist doch schließlich ein Ziel, oder? Damit ich das tun kann, müssen wir aber noch viel mehr Schreine finden. Du hast gesehen, wie schnell sie geflogen ist, oder? Sie ist wahrscheinlich schon auf dem Weg zum zweiten. Egal, wir werden sie einholen. Mach dir keine Sorgen. Na dann. Bis zum Rand gefüllt und könnte uns problemlos nach Hause bringen, wenn du möchtest, aber vielleicht hast du etwas anderes im Sinn. Wohin muss ich als nächstes? Weiter nach unten. Was kann ich für dich tun? Schon gut.
egal. Was auch immer das für eine Musik sein soll. Aber okay, gut. Das ist wie so quasi ein Dungeon Crawler, wo man dann immer wieder weiterkommt und... Da bist du ja! Wird nie langweilig, dich da rauskommen zu sehen. Glück gibt dir das Amulett, das du hast, immer wieder zusätzliche Chancen, sonst säßen wir hier für immer fest. Nichts für ungut. Ich hoffe, du hast dieses Mal ein paar von deinen Sachen verstaut. Und oh, schau mal in den Kollektenkasten. Lol. Purer Sulfur, das ist eine übliche Angewohnheit. Aber lass mich dir sagen, hier ist er viel leichter zu bekommen als anderswo. Schließlich ist dieser Ort danach benannt. Das Zeug ist heiß begehrt und deswegen auch nicht gerade billig, ha? Hast du noch Fragen, neugierige Nase? Ralphie von der Kirche kann deine Sache reparieren, ist eine geschickte Mechanikerin. Du kannst Gegenstände, Geld und Munition in Truhen lagern. Die sind alle miteinander verbunden. Wenn sich die anderen nicht irgendwo da draußen in Sulfur umherirren würden, gäbe es noch viel mehr zu tun. Dinge zu kaufen und so weiter. Du kannst auch in jedes Gebiet zurückkehren, in dem du schon mal warst. Folge einfach den Faden. Sonst noch was? Diese Kirche hier heißt die Erbsünde, um uns daran zu erinnern, dass wir alle Sünder sind. Die Tür stand schon immer für alle offen, unabhängig von ihrer Vergangenheit. Deshalb scheinen die meisten von uns hier, nennen wir es mal, vermindert unschuldig zu sein. Die bescheidenen Saloon-Swing-Türen symbolisieren dies. Absolut jeder ist hier willkommen. Ist natürlich eine schöne Idee. Und sie hat, weiß Gott, viele Leben verändert. Aber leider war es auch genau diese Idee, die uns dann zum Verhängnis wurde. Unsere Politik der offenen Tür scheint die Aufmerksamkeit einer besonders bösen Hexe auf sich gezogen zu haben. Sie hat uns irgendwie infiltriert und uns alle getötet. Nur dich nicht, aber du bist jetzt trotzdem aus irgendeinem Grund hier. Das ist schön, denn ohne dich wäre es hier nicht dasselbe. Wir sind dazu verflucht, hier zu bleiben. Man könnte sagen, in Sulfur zu sein, ist schon ein Fluch an sich, aber diese bösen Barrieren halten uns davon ab, irgendwo hinzugehen. Oder irgendetwas dagegen zu unternehmen. Wir hoffen alle, dass wir irgendwann in das nächste Leben übergehen können. Klar. Ha ha.
Das ist mal an, Alter. Seid gegrillt, Butter. Soll ich mir das Teil mal ansehen? Ja, da kann man einige Sachen einkaufen. Schon wieder, Pater. Ich bin Ralphie, zertifizierte Unruhestifterin und unlizenzierte Mechanikerin. Oh, das ist eine längere Geschichte. Ich hatte mal mit ein paar echt üben Typen zu tun. Hab hauptsächlich ihre Motorräder repariert. Irgendwann ging es dann. Nicht mehr so sehr um die Motorräder, wenn du weißt, was ich meine. Ja, aber bei euch Zuflucht gesucht, ein einfaches Leben gelebt und an Dingen herumgeschraubt. Das ist eher mein Ding. Vielen Dank, Pater. Ja, soll ich irgendwelche Waffen oder Ausrüstung für dich reparieren? Das ist ja mal hier echt eine seltsame Welt. Hier kann man auch wieder kochen, okay. Was ist das da? LOL. Okay. Oh. Steifbein. Komm in den Steifbeinsladen. Was kann ich für dich tun, Padre? Hast du was für mich oder willst du dir eine neue Beute ansehen? Okay. Oh. Oh. Ach Gott. Egal, lassen wir das mal. Ja, wer bist denn du, Alter? Okay. Ja. Ah, und da geht's dann einfach wieder runter und dann kann man sich wieder in die Action schmeißen. Also das probieren wir jetzt nochmal, oder? Gegner sind aber ziemlich stark, muss ich sagen. Die hauen einem so schnell das Leben weg. Mhm.
Geh einfach weg. Oh. Boing. Und da bin ich schon wieder tot. Natürlich. Ach ja. Natürlich habe ich auch von meinen Münzen und nichts was behalten. Es ist halt klassisch, ja. Es ist halt genauso. Um mein Leid zu lindern, 25 Wolf immer, ja. Mhm. Okay, ich glaube, wir haben hier mal vorher genug gesehen. Ist auf jeden Fall interessant. Wer auf solche Spiele steht, ist bei sowas genau richtig. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt mir gerne eure Gedanken in die Kommentare. Und wenn euch das gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen da. Ein Abo wäre natürlich wunderbar. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Let's Test. Ciao, ciao.